Achtung, ein Telegramm, die HörerInnenpost. Wir haben Post bekommen. Und zwar in doppelter Form. Ich weiß gar nicht, wollen wir erstmal die Nachricht vom Sascha machen oder von der Beatrix? Erstmal sagen wir, wer uns auch eine Nachricht schicken möchte, der kann das gerne tun auf unserer Instagram-Seite der Dachbodenrevue. Sehr, sehr guter Einwand. Im Notfall auch auf unseren privaten Profilen, auf unseren Einzelprofilen, aber halt dafür ist ja die Dachbodenrevue da. Richtig. Gerne als Sprachnachricht und auch geschriebene Texte sind akzeptiert. Also von daher alles gut. Und da können dann auch die Anfragen für die nächste Staffel Seven vs. Wild reinkommen. Genau. Dann werden wir die auf jeden Fall beantworten. Finde ich einen sehr guten Einsatz. So. Liebe Redaktion, schickt es uns einfach per Instagram. Und dann machen wir jetzt weiter mit unserem Telegramm der Woche. Das hat uns der Sascha geschickt. Hi, grüß euch. Der Sascha hier. Ihr hattet ja mal gepostet, dass man auch Themenvorschläge machen sollte. Und gerade weil Mitch ja auch im handwerklichen Bereich tätig ist als Landschaftsgärtner, wie das da bei ihm mit dem Thema Mobbing aussieht, weil er ja gay ist. Das ist zum Beispiel bei mir jetzt so ein Thema. Ich arbeite bei einem Entsorgungsbetrieb hier im Köln-Bonner Raum. Und seitdem die lieben Kollegen mitbekommen habe, dass ich mit einem Mann zusammenlebe, beziehungsweise ihn demnächst auch heirate, wird man dann gemobbt am Spind. Brach die Nachricht ab. Ich dachte, da kommt noch irgendwas, aber reicht ja auch. Die Frage ist gekoppelt, beziehungsweise das Thema ist da. Wir wissen, worum es geht und das Erste, was ich dazu sagen muss, ist schon hart asozial. Ist absolut. Also finde ich scheiße, muss nicht mehr sein heutzutage. Es durfte noch nie sein. Das gab es früher öfter, aber heutzutage muss es wirklich nicht mehr sein. Also die Frage ist ja, warum ist denn das, der Sascha das angesprochen hat mit dem Handwerk, beziehungsweise in so ausübenden Berufen. Warum ist es so? Warum ist es da besonders krass? Das ist eine gute Frage. Das fragen wir uns alle. Früher hat man gesagt, und das will ich jetzt nicht sagen, muss ich dazu sagen, sonst kriege ich wieder einen Shitstorm. Aber früher hat man gesagt, das liegt an Bildung. Mhm. Und ich bin aber nicht der Meinung, dass alle, die im Handwerk arbeiten, automatisch dumm sind. Also daran kann es nicht liegen. Deswegen, ich glaube, es liegt halt einfach viel an Unwissenheit und an den Strukturen im Handwerk, weil das doch ein sehr männerdominierter Bereich ist. Mhm. Gott sei Dank löst sich das alles so ein bisschen. Also es gibt auch immer mehr Frauen, die ins Handwerk gehen. Und das ist auch gut so, weil dadurch ändert sich die Stimmung. Absolut. Das kann ich, ohne dass ich im Handwerk tätig bin, kann ich mir das vorstellen. Das ist ja in allen Berufen so, in dem letztendlich Mann und Frau und divers zusammenarbeiten und dann wird das automatisch ein bisschen besser und stimmungsvoller. Aber ich verstehe nicht, wir müssen das jetzt nicht ausführlich besprechen, dass wir es nicht verstehen, das ist ja offensichtlich und klar. Aber ich verstehe die Leute nicht auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, wovor haben die Angst? Und die zweite Ebene ist, warum muss man denn jemanden dann mobben und beleidigen? Ja, und das ist die Frage, worauf ich keine Antwort weiß. Das müsste uns dann jemand sagen, der sowas tut. Hiermit der Aufruf. Die können uns schreiben und uns mal erklären. Liebe Mobber, warum macht ihr das? Was habt ihr davon, Leuten? Ich meine, das weiß jeder selbst. Sascha weiß selbst, dass er mit einem Mann zusammenlebt. Sascha weiß, dass er ihn heiraten wird. Das muss einem niemand jeden Tag dann noch mit einem dummen Spruch aufs Brot schmieren. Und es tut ja auch überhaupt nichts zur Sache. Das ist ja das Absurde daran. Es hat ja nichts mit dem Beruflichen zu tun, egal in welchem Bereich des Handwerks du arbeitest. Als Hetero gehst du auch nicht hin und sagst, übrigens, ich bin hetero und so müsst ihr mich auch behandeln. Und genauso ist es umgekehrt. Es hat weder was mit Qualifikation noch mit dem Zwischenmenschlichen zu tun. Also es ist totaler Quatsch. Aber das wissen wir ja alle. Eine Antwort habe ich darauf nicht. Es wurde ja
auch gefragt, ob ich davon betroffen bin. Mhm. Ich muss sagen, ich merke es nicht. Ich weiß aber, dass Kollegen auch schon mal hinterm Rücken reden. Ich weiß nicht, was für Sprüche da kommen. Es interessiert mich aber auch nicht. Mhm. Ich gehe da eher so ran nach dem Motto, ich suche keine Freunde fürs Leben. Die Kollegen, die ich habe, mit denen ich gut bin, die wissen es. Mit denen rede ich auch privat über Privatsachen. Und bei den Kollegen, wo ich es nicht weiß, wie sie zu so einem Thema stehen, also ich lasse mein Privatleben da halt ganz oft raus. Ja. Also ich habe noch nie viel von zu Hause erzählt bei Kollegen, mit denen ich eh kein gutes Verhältnis habe. Also von daher, wie gesagt, ich habe zwei sehr gute Kollegen, mit denen rede ich auch über alles und die haben überhaupt keine Probleme und so sollte es ja auch sein. Also es ist ja auch alles normal. Also ich verstehe halt trotzdem nicht, was daran ja auch so unlogisch ist, ist, du verpestest damit natürlich auch das Arbeitsklima. Ja, auch das eigene Arbeitsklima verpestet man ja dann. Das ist wie, wenn man den Spielplatz vom eigenen Haus nicht sauber macht oder dort den Müll immer nicht in den Mülleimer wirft, dann machst du es dir selber hässlich. Diese Menschen machen sich die Stimmung ja selbst kaputt auf der Arbeit. Ja, ist natürlich, wenn es dann mehrere sind, dann ist es die starke Gruppe. Das ist wie früher beim Mobben in der Schule genauso. Da gibt es eine Gruppe, die denkt, sie haben sich da einen rausgepickt, aber man sollte doch wirklich einem Alter sein, wo man weiß, es ist, ja gut, aber wem sage ich das? Das ja, die einzige Hoffnung, die man Sascha machen kann, ist, ich weiß ja nicht, wie die Chefetage, die Chefinnenetage reagiert, ob man eventuell da mal hingeht und sagt, sorry, aber da unten... Das ist schwierig, ich weiß nicht, ob das ein guter Tipp ist, würde ich auch denken, aber ob man es dadurch nicht sogar noch schlimmer macht... Ich weiß nicht, ob Angriff da die beste Verteidigung ist. Die Frage ist, wie schlimm ist es denn schon? Ja, das kam mir jetzt, wie schlimm es wirklich ist, aber es scheint ja, sonst wäre die Frage nicht da, es scheint ja schon belastend zu sein. Und es klingt auch so, ja, wenn man und so deswegen, hört, wie er spricht. Deswegen, ja, ich habe da keinen Tipp, kann ich dir ganz ehrlich sagen. Also nee, das ist auch schwierig. Also die Firma zu wechseln ist natürlich ein blöder Tipp, weil das nicht so einfach ist. Und aber das ich ist auch nicht schon, der dass Sinn man, der Sache. Ich glaube aber schon, dass man vernünftig zu einer vorgesetzten Person gehen kann und sagen kann, ich brauche mal ein Gespräch und ich möchte mal darüber reden. Weil so kann es in der Firma, die du leitest, nicht funktionieren. Ja, das stimmt. Ja, es ist wahrscheinlich auch das Beste. Man sucht sich einen Ansprechpartner und sagt mal... Es geht ja auch darum, das nicht in Anführungsstrichen zu machen wie ein beleidigtes Kind und dann zu sagen, so nach dem Motto, Papa, der da, sondern zu, ganz sachlich zu jemandem, der letztendlich irgendwem gehört, die Firma, oder wenn es eine größere Firma ist, gibt es halt jemanden, der die Abteilung leitet oder so, hinzugehen und darauf aufmerksam machen, dass das Klima hier ziemlich verpestet wird von bestimmten Leuten und dass es halt so nicht geht und so kommt man nicht gemeinsam effektiv ans Ziel. Und ich glaube schon, dass wenn man dann ein rationaler Vorgesetzter oder eine rationale Vorgesetzte ist, dass man dann schon eingreift. Was man tatsächlich tun kann, und das kann Sascha vielleicht auch machen, es gibt ja das Bunte Handwerk. Mhm. Das ist ein eingetragener Verein, der sich genau mit solchen Themen auch auseinandersetzt. Vielleicht, und wir können das in den Shownotes verlinken, kann ich dem Sascha auch nochmal privat schicken, dass er denen vielleicht mal schreibt, ob die eine Lösung haben, wie man am besten in solchen Situationen handelt, weil ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich kann nur von mir sprechen, mir macht's nichts, also es ist aber auch nicht in der Form gerade bei mir so. Also ich habe keine Nachrichten am Spind, böse Nachrichten oder es wird mir auch nichts Böses ins Gesicht gesagt oder so. Also ich erfahre da keinen Hass in der Form. Deswegen kann ich da gerade auch gar keinen guten Tipp selber geben. Und vielleicht schreibt er mal dem bunten Handwerk. Das sind ganz nette Menschen, die... Das ist doch ein guter Tipp. Ja. Du kannst vielleicht keinen Tipp geben von dir aus der Firma, wie du handhabst, aber das ist doch ein guter Tipp mit dem bunten Handwerk. Das sind ganz nette Menschen, die wissen, wie man mit solchen Situationen umgeht und... dass man da sich auch nicht so alleine fühlt. Ja, das ist einfach, das macht einen schon wieder nur so sauer. Aber Sascha, lass es uns auf jeden Fall wissen, wie du agiert hast, weil das ist ja auch spannend, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Beatrix hat uns geschrieben, sie hat eine Frage. Und zwar, wie steht ihr eigentlich zu Halloween, da Maurice ja offensichtlich, habe ich das wohl schon mal in einer dieser Folgen hier erzählt, kein Karneval feiert oder mag?
Feiert ihr zusammen Halloween? Ja, dann fangen wir an. Feiern wir Halloween? Na gut, da ist jetzt die Frage, wie feiert man Halloween? Das ist ja nicht so, dass es da traditionelle Wege gibt. Das kann man ja machen, wie man will. Ich persönlich mag Halloween sehr. Ich finde Halloween gut. Also erstmal hieß es damals bei uns eigentlich nur Erntedank. Also es gab ja früher, in meiner Kindheit gab es hier noch nicht Halloween in der Form. Das ist aber nicht das Gleiche. Erntedankfest und Halloween ist nicht das Gleiche. Nein, aber wir haben Erntedank gefeiert und kein Halloween. Das haben wollte wir auch ich nicht damit gefeiert, sagen. Bei uns im Osten. Ihr hattet ja nichts. Da hat man nichts, nicht mal Erntedank. Was soll man da feiern? Und das ist ja auch so ein Diskussionsthema, ob man diesen Halloween-Hype aus Amerika hier so zelebrieren soll. Jetzt fangen die Leute an, auch die Häuser zu dekorieren und die Fenster gruselig zu dekorieren. Ich finde immer, jeder soll tun, was er tun möchte. Natürlich. Davon mal abgesehen, kann man natürlich auch schön Halloween feiern. Ich selbst, also ich war auch schon auf Halloween-Partys die letzten Jahre. Stimmt. Das wäre eine richtige Feierreihe für Halloween. Ja, klar. Es gibt ja genug Halloween-Partys tatsächlich. Und für mich gibt es nur eine einzige und die ist in New York. Und da bin ich nicht eingeladen. Heidi. Grüße gehen raus. Und ich glaube aber nicht, dass wir dieses Jahr auf eine Party gehen. Nee, ist noch nicht geplant. Nee, aber wir mögen Halloween schon. Zum Beispiel gab es bis vor ein paar Tagen 2 Halloween-Schnitzkürbisse auf dem Balkon, die leider etwas dem Regen zum Opfer gefallen sind. Sie sind leider ein bisschen gegammelt. Jetzt outest du mich hier. Also, was denn? So, okay. Ich wollte es nicht erzählen. es gibt ein bisschen Halloween-Deko in diesem Haushalt. Wir haben einen Halloween-Kalender. Das ist cool, das ist neu. Quasi 24 Türchen. Bis Halloween? Bis Halloween. Wobei ich das nicht ganz verstehe, weil eigentlich, wenn ich einen Halloween-Kalender herstellen würde, würde ich dann 31 Türchen vom 1. bis zum 31. Oktober machen. Würde Sinn machen. Aber keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall ziemlich cool. Dann werden wir gleich noch ein paar Türchen öffnen. Ich persönlich mag Halloween auch, weil die Jahreszeit, die zu dem Halloween ist, liebe ich einfach. Ich liebe diesen Oktober, diesen goldenen Oktober, Herbst. Oh. Jetzt hatten wir natürlich gerade sehr schönes Wetter. Ja. Mal sehen, wie es diese Woche wird. Also das ist schon toll und ich persönlich mag auch die Halloween-Kostüme. Und das ist ja, glaube ich, eine Frage, auf die Beatrix angespielt hat. Warum ich Karneval nicht mag, aber Halloween. Ja, warum magst du denn Halloween-Kostüme lieber als Karnevalskostüme? Weil es eine ganz andere Art des Kostüms ist. In Amerika nicht. Doch, natürlich. In Amerika sind Menschen auch als nicht gruselige Figuren verkleidet. Ja, aber mostly not. Also meistens ist es gruselig. Und Spider-Man ist kein Halloween-Kostüm. Ja, aber das Ding ist, es geht aber niemand als flotte Biene oder lustiger Marienkäfer. Klar. Nein. Nicht so wie in Deutschland, wenn sich der JGA, die JGA-Clique von Stefanie von vor 20 Jahren, die treffen sich dann zum Karneval und dann verkleiden sie sich alle als flottes Bienchen, setzen sich so ein Haarreif auf, wo dann irgendwie so gelbe Bollen dran also sind. Also was hat denn Stefanie dir jetzt getan? Das ist ein fiktiver Name. Ach so, okay. Aber das ist so ein Synonym für mich. Das ist einfach nicht meins. Und diese deutschen Verkleidungen finde ich jetzt nicht cool. Und was ist jetzt schöner an diesen Halloween Verkleidung, die gibt es im gleichen Laden. Das ist das gleiche Material. Das ist die gleiche Qualität. Nee, man muss ja nicht in diesen Laden gehen und dieses Zeug kaufen, das, sobald man es außerdem an die Heizung hält, in Flammen aufgeht. Das musst du für Karneval auch nicht. Tue ich auch nicht. Okay. Ich finde die Jahreszeit und die Ansprechhaltung und die Art und Weise der Fröhlichkeit bei Karneval nicht für mich ansprechend. Jeder soll das lieben, wie er will, it's okay. Aber ich mag das Düstere bei Halloween. Ich mag die Jahreszeit von Halloween. Das ist ja auch kein Hello und wir schmeißen Kamelle fest. Und es ist ja auch kein Ich habe noch niemanden gesehen, der Hello ruft. Oder, du weißt, oder was warst ich meine? Du schon mal mit Adele Karneval feiern? Mann, du weißt, was ich meine. Ja. Da ruft er mal jemand an und sagt, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Weißt du, sowas passiert vielleicht zu Halloween. Liebe Omas in Halle, auch dann nicht reagieren. Aber ja, das kann tatsächlich sein, dass da auch mal an der Tür geklingelt wird. Und, ja. Ja.
Süßes oder Saures? Guck durch den Spion, ob da wirklich Kinder vor der Tür stehen. Süßes oder Wertvolles? Nein, aber das finde ich irgendwie, ich finde die Gesamtpackung bei Halloween viel spannender und schöner. Auch das Essen drumherum, der Kürbis und so. I love it. Und Karneval ist einfach diese, und das ist es vielleicht, was ich nicht bin, ich bin ja keine Frohnatur. Und ich finde Karneval... Naja, das ist, stimmt. Wow. Hättest du jetzt sagen können, doch... Und Karneval ist ein richtig halt, depressiver Typ bist ja, du. Und da ist Halloween einfach das richtigere Fest als Karneval, wo alle so aufgedreht sind und man das Gefühl hat, jetzt wird ein Schalter umgelegt und alle sind plötzlich alive, so weißt du? Okay. Hate it. So, jetzt kommen wir wieder ein bisschen runter. Ich mag Karneval sehr gerne. Ich mag auch Halloween sehr gerne. Ich muss mich an Halloween nicht unbedingt verkleiden für auf eine Halloween-Party. Wenn ich auf eine Halloween-Party gehe, dann aber auch mit Kostüm. Dann auf die von Heidi. Ja, und dann nur auf die von Heidi. Vielleicht irgendwann mal. Obwohl ich auch gehört habe, die soll gar nicht so gut sein. Ich kenne einfach so viele Menschen, die auf dieser Party von Heidi seit Jahren sind und ich frage mich, wann erreicht mich diese Bubble? Ist mir schon wieder ins Wort gefallen? Muss ich an der Stelle sagen. Nee, du... ich habe auch schon von vielen Menschen gehört, dass der eigentlich bei Heidis Party hauptsächlich der rote Teppich das Highlight ist und danach ist es halt eine einfache Halloween-Party. Ja, was erwartest du denn? Was soll denn sonst da passieren? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mag ich Halloween auch nur mit Gruselfilmen und ja, gemütlich zu Hause ist auch ganz geil. Ja. Ich mag ja solche Filme auch. Was für Filme auch? Gruselfilme. Ja, das stimmt. Du magst Gruselfilme. Auf jeden Fall, um die Frage zu beantworten, im Prinzip ja, auf eine gewisse Art und Weise feiern wir es. So, das ist...